Danke, hallo, ich sage einfach erstmal guten Tag und ich muss euch jetzt irgendwie aufwecken, oder? Ich sage jetzt nicht, steht mal auf und macht mal so Atemübungen, nein. Ich sage einfach nur, ich habe verschiedene Ansichten aus den Plugins, also aus dem Backend als Folien einfach abgelichtet. Die will ich euch nur kurz vorstellen. Ich habe aber auch die Seiten, da können wir hinterher live nochmal reingucken. Aber jetzt will ich einfach erstmal so durchgehen, was ich da so an Erkenntnissen gesammelt habe. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, ja, meine Erkenntnisse. Ach so, Frage, wer von euch setzt denn solche Cookie-Consent-Plugins schon ein? Und wer will die einsetzen? Eigentlich alle, ne? Müssen. Gut. Ich habe mal eine Checkliste gemacht. Die ist jetzt so zweiteilig. Also eine Checkliste, was die Plugins können sollen. Das ist jetzt erstmal das, was ich aufgeschrieben habe, was der User möglicherweise braucht. Also das ist auch natürlich eine rechtliche Vorgabe, dass die alle dass alle zustimmungspflichtigen Cookies erstmal abgeschaltet sein müssen, wenn man die Seite lädt. Und dann kriegt man in der Regel so eine Box gezeigt und dann kann man als User zustimmen oder man kann halt Sachen abwählen. Und das muss halt auf jeden Fall sein. Dann gibt es verschiedene Plugins, beziehungsweise es wäre schön, wenn man eine mehrstufige Zustimmungsoption hat, dass man zum Beispiel die statistischen Cookies bestätigen kann, die Marketing-Cookies eben nicht oder eben alle, also dass man irgendwie zumindest eine Wahl hat, dass man bei bestimmten Sachen sagt, okay, das mache ich und das mache ich aber nicht. Dazu gehört dann natürlich, dass ich meinen User auch möglichst gut informieren kann, dass nämlich die enthaltenen Cookies auch irgendwie einzeln angezeigt werden. Das heißt, wenn ich sehen will, was ich als Nutzer auf der Seite bestätigen soll, dann möchte ich gerne wissen, was da genau drin steckt. Über die Cookie-Policy informieren, das heißt, einige Plugins haben zum Beispiel schon so einen Text mit dabei, den ich wie eine Datenschutzerklärung als Cookie-Policy in meine Webseite einbinden kann. Und da gibt's dann auch dann meistens schon einen vorgefertigten Text dazu. Und dass der Seitenaufruf auf Smartphones nicht blockiert wird, also dass ich auf dem Smartphone überhaupt diese Box bedienen kann, beziehungsweise dass die mir auch da angezeigt wird, weil sonst nutzt mir das nichts, wenn ich da nichts zu klicken habe. So, die andere Seite, das wäre, wenn ich als Website-Owner das Plugin einsetze, was hätte ich da gerne? Na, ich hätte gerne, dass es einfach bedienbar ist. Und ich hätte, dass ich zum Beispiel Gruppen anbieten kann, dass ich nach essentiellen Cookies, nach Statistik-Cookies, nach Marketing-Cookies und nach, Drittparteien, YouTube, Vimeo, danach sortieren kann. Und dann eben der Kunde oder der Nutzer muss dann immer nur die Gruppen bestätigen oder abwählen. Und dass ich individuell anpassen kann, also wenn ich auch mal exotische Sachen auf meiner Seite habe, dass ich die Skripte, die ich da blockieren will, dass ich die in das Plugin eingeben kann, damit das Plugin das auch kontrollieren kann. Und das, also was auch natürlich dem Komfort nützlich ist, ist, wenn das Plugin die in meiner Seite enthaltenen Skripte selbsttätig erkennt und mir sagt, du hast das und das da drin, und das kannst du jetzt in die und die Gruppen einsortieren. Ja, und dass das Ding vielleicht auch in deutscher Sprache ist und dass es auch trotzdem Mehrsprachigkeit zulässt. So, von denen, die so ein Plugin schon einsetzen, fehlt noch irgendwas auf der Liste? Nö? Gut. Also ich habe jetzt drei getestete Lösungen. Können wir auch gleich noch diskutieren. Ich habe jetzt drei getestete Lösungen, die ich vorstelle. Das ist einmal das Borlabs-Cookie, das gibt's schon länger. Das ist kostenpflichtig und mit der Version 2, die jetzt aktuell ist, ist es auch sogar jährlich zu zahlen. Also es kostet irgendwie jährlich $49 oder so. Ich finde, das ist dann schon relativ teuer. Das zweite ist das GDPR-Cookie-Consent-Plugin. Das gibt es in der freien und in der kostenpflichtigen Version. Ich habe hier die freie Version getestet.
Die kostenpflichtige kenne ich noch gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass das Theme, was ich oft einsetze, Enfold, seit Oktober oder seit Ende September auch in dem Theme selber enthalten, so eine Cookie-Consent-Einstellung hat. Und die habe ich halt auch mal getestet. Und das wollte ich euch jetzt halt vorstellen. Wir fangen mal an mit Borlabs. Das, wer von euch kennt das schon? Ja, ich finde es recht easy zu bedienen. Das ist echt benutzerfreundlich, aber das verlange ich natürlich von dem kostenpflichtigen Plugin auch. Und das ist zum Beispiel die Ansicht, die ich als Nutzer angezeigt kriege, wenn ich eine Seite aufrufe. Dann kriege ich diese Box. Und ich habe normalerweise, kann man das sehen, wenn ich mit der Maus drauf gehe? Ja, ich habe normal diese Ansicht. Und wenn ich so einfach sage, ich akzeptiere, dann akzeptiere ich alles, was hier oben steht. Also die Gruppen essentiell, die Gruppenstatistik. Und wenn ich nur essentielle Cookies akzeptiere, dann kann ich hier drauf gehen und dann wird es einfach bestätigt. Ich kann aber hier auch noch die individuellen Datenschutzeinstellungen aufrufen und dann kriege ich halt so Möglichkeiten. Hier zum Beispiel bei Statistiken kann ich hier diesen Button an- oder ausstellen. Und dann sagen, so, ich stelle den aus und das bestätige ich jetzt und dann müsste dann eben zum Beispiel Google Analytics ausgeschaltet sein oder ausgeschaltet bleiben. Und dann kann ich aber in diese einzelnen Gruppen nochmal reingucken und dann kriege ich zum Beispiel hier bei der Statistik diese Einzelanzeige, dass da zum Beispiel Google Analytics drin ist. Könnte auch Matomo drin sein, dann würde das da eben auftauchen, welches Tracking-Plugin oder welches Tracking, welchen Tracking-Code ich genau benutze. Die Backend-Einstellungen, die fangen erstmal recht harmlos an. Ich klicke verschiedene Sachen, die ich haben will. Also das ist, wenn man das aufmacht, ist es im Prinzip selbsterklärend. Das gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Da war ich doch gerade schon. So, und dann wird es halt hier interessant. Ich kann hier zum Beispiel dann auch gleich die Datenschutzseite und die Impressumseite mit in die Cookiebox reinnehmen, sodass die da auch immer gleich als Link drin vorhanden sind. Ich kann das, die Integrationsweise kann ich auch noch auswählen. Mensch, was ist denn das? So, und was ich an diesem Borlabs gut finde, ist, ich habe einfach mal diese beiden Folien da kopiert. Der hat so eine Hinweis-Dings auf der Seite, wo der die sämtlichen Einstellungen, also man sieht hier schon von 1 bis 16, das sind relativ viele Sachen, die man da einstellen muss. Aber diese Hinweis-Panels da, die zeigen einem schon, was man da alles reinschreiben muss. Das finde ich echt einen guten Service von diesem Plugin, dass ich halt da eben beschrieben habe, was da rein soll und was ich damit machen kann. Ja, und das Wichtige ist halt, ich kann bei Borlabs kann ich halt meine Cookie-Gruppen, die kann ich anlegen, ein paar sind schon vorgegeben, ich kann die aber auch wegmachen und meine eigenen da reinschreiben, ich kann auch den Namen der Gruppen ändern. Und dann lege ich halt erstmal die Cookie-Gruppen an und innerhalb der Gruppen hier habe ich dann ein Panel, da kann ich dann die Cookies in meiner Seite zuordnen. Dieses Cookie ist auf einer Seite von einer Texter-Kollegin eingesetzt und die ist halt natürlich daran interessiert, ihre Blogbeiträge über die VG Wort zu erfassen, weshalb hier der VG Wort Zählpixel drin ist. Wir sind der Meinung, dass der essentiell ist und dass man den nicht wegklicken können soll, weil sonst geht es bei ihr tatsächlich ins Geld. Sie verdient ja auch Geld damit und wenn das weggeklickt wird, dann wird es nicht erfasst. Und deswegen sind wir der Meinung, das ist berechtigtes Interesse und haben den halt in die Essentiell-Gruppe sortiert. Diese externen Medien, die werden auf der Seite gar nicht genutzt, aber die Statistik Google Analytics, die wird da genutzt und das gibt das Borlabs dann schon mal aus und schlägt halt vor, in welche Gruppe man das einsortiert. Ja, dann kann ich auch hier noch eigene Skripte einbinden. Ja?
Ja, klar, aber das darfst du ja nicht. Ja, möglich ist das. Also wenn irgendwann die Rechtsprechung meint, Google Analytics als Tracking-Tool hat ein berechtigtes Interesse, könnte ich das auch in die Essentiellen mit einsortieren. Ja, und dann habe ich halt mal so ein, für die drei Dinger so eine Fazitseite gemacht. Und bei den Borlabs habe ich auch mal so einen Smiley in grün dran gemacht. Das kann man eigentlich empfehlen. Die paar Haken, die es hat, zum Beispiel, dass man diese Cookie-Policy selbst erstellen muss und auch einen Text dafür selber finden. Das ist zwar ein Manko, finde ich aber jetzt nicht so schlimm, weil die Datenschutzerklärung muss man sich auch selber erstellen. Aber ansonsten finde ich, dass man das gut sortieren kann, also das mit den Gruppen, das ist toll, dass ich auch eigene erstellen kann, finde ich gut. Und dass es auch auf Smartphones gut funktioniert und es ist auch ein Button vorhanden, mit dem man die Einstellungen nochmal aufrufen kann. Die sind allerdings nur als Shortcode bei Borlabs vorhanden und die haben wir in diesem Fall in die Datenschutzerklärung als Button reingesetzt unter dem Zusatz, was das Borlabs-Cookie Consent-Ding macht. Ja, und das Fazit für die Website-Owner, ja, leicht bedienbar und Third-Party-Skripte, YouTube, Google Maps, ja. Also das ist eigentlich empfehlenswert, aber es kostet halt. So, dann habe ich das GDPR-Cookie-Consent untersucht. Ich hatte noch ein paar andere im Test. Die habe ich aber ziemlich schnell wieder verworfen, weil die hatten alle irgendwie so große Lücken, dass ich dachte, nee, das kann ich nicht verwenden. Und habe dann schließlich mich entschlossen, dieses auch auf meiner eigenen Seite einzusetzen. Und das sieht dann im Frontend so aus. Also das ist jetzt die kostenfreie Variante. Sorry. Da habe ich nur zwei Gruppen, nicht notwendig und nicht notwendig. Was anderes kann ich da nicht hinzufügen. Ich habe gelesen, bei dem Kostenpflichtigen ist es anders. Da kann ich auch weitere Gruppen hinzufügen und auch eigene hinzufügen. Und ich habe tatsächlich, und das finde ich an dem Ding ganz gut, ich habe hier unten, das kann ich einblenden oder auch nicht, so ein Überleger, den ich auf der Seite lassen kann. Dann kann ich immer wieder aufrufen, was habe ich für Einstellungen gewählt. Das finde ich ganz okay und das funktioniert sogar auf dem Handy ganz gut. Und im Backend, das ist ziemlich aufgeräumt eigentlich, da kann ich halt überlegen, ob ich das Ding, also ich habe es als Pop-up drin, man kann aber auch eine Fußzeile machen, ist bei mir oder bei vielen Einsätzen blöd, weil viele im Footer ihr Impressum und ihre Datenschutzerklärung haben und die sollte man möglichst nicht abdecken. Dann finde ich als so eine Box, die halt einfach nur in der Mitte der Seite ist, die finde ich dann besser. Ja, beim Laden oben gehalten, dann wird das einfach als oberstes Level angezeigt. Und die Cookie-Leiste nach bestimmter Zeit automatisch ausblenden und automatisch ausblenden, wenn der User scrollt, die empfiehlt sich für uns eben nicht, weil man will ja die aktive Zustimmung haben und nicht dieses passive, wenn der Nutzer die Seite weiter betritt, dann hat er damit automatisch akzeptiert. Das ist ja eben nicht zulässig. Also ist es hier auf Nein. Allerdings muss ich dann meine ganzen Cookies selber eingeben. Dieses Plugin erkennt zwar die IDs von meinen Cookies, also wenn ich zum Beispiel unterstrich GA eingebe, dann weiß der, das ist das das Analytics-Skript. Aber ich muss zum Beispiel, das muss ich hier eingeben und das hier ist dann zum Beispiel so ein einzelnes Bearbeitungsfeld. Da schreibe ich hier oben die ID als Titel rein. Und dann habe ich hier das, wie in einem WordPress-Artikel, habe ich hier ein Feld, wo ich dann reinschreibe, was das macht. Das heißt, ich kann hier überall erklären, wofür dieses Cookie da ist. Ich nehme mal an, dass in dem kostenpflichtigen Plugin diese ganzen Informationen auch in der Cookie-Consent-Box angezeigt werden. Aber in dem nicht kostenpflichtigen, da ist es eben nicht drin. Aber was ich machen kann, ich habe hinterher einen Shortcode und kann genau diese aufgelistete
leiste meiner Cookies, die kann ich in der Cookie Policy als Tabelle ausgeben. Also wie gesagt, ich kann sie hier alle einzeln, und wenn das kostenpflichtige Plugin die Skripte erkennen würde, dann kann man aber hier trotzdem seine eigenen, die da nicht erkannt werden, hinzufügen. Dann die Gruppe der nicht erforderlichen, die ich also explizit anklicken muss. Wenn ich Google Analytics nutze, dann muss ich hier das Skript von Google Analytics einbinden. Also nicht wie normal im Header und im Body der Webseite, sondern ich schreibe das explizit in dieses Plugin, denn das soll ja den Code auch kontrollieren. Und das macht er dann auch. Wenn das da drin steht und ich als Nutzer klicke es an, dann lädt er das Skript und dann wird auch Google Analytics ausgeführt. Wenn ich sage, ich will das nicht akzeptieren, dann lädt er auch das Skript nicht. Und ich finde, das ist so ein Muss. Das sollte funktionieren. Also ich nutze halt nur Google Analytics, deswegen gibt's bei mir eben auch nur dieses eine Skript. Und ich habe halt die Möglichkeit, hier das reinzuschreiben, was in den Header, also in den Head-Bereich soll, und hier reinzuschreiben, was also in den Body unten vor dem schließenden Body-Tag rein soll. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, eine Beschreibung zu erstellen. Und ich habe mich entschlossen, dieses Ding hier oben bei der Standardeinstellung auf aktiviert zu stellen, weil das nur die Einzeleinstellung für das Google Analytics ist. Der Zustimmungsbutton, der sagt alles akzeptieren, der schaltet das dann sowieso auf ein. Der Nicht-Zustimmungsbutton, der sagt alles deaktivieren, der schaltet es auf aus. Wenn ich aber hingehe und hier oben deaktiviert einstelle, dann bleibt deaktiviert auch deaktiviert, wenn ich zustimme. Dann muss ich das extra aufmachen und die Zustimmung anklicken. Und das ist für mich irgendwie kontraproduktiv. Sollte es irgendwelche rechtlichen Vorgaben geben, dass man das so nicht machen darf? Also im Moment ist die Rechtsprechung da ja nicht sehr aussagekräftig. Ja, und das ist zum Beispiel diese Tabelle, ist ein Ausschnitt aus dieser Tabelle, die ich in der Cookie-Richtlinie dann anzeigen kann. Und da stehen auch meine ganzen Erklärungstexte dann daneben, was die einzelnen Cookies machen. Ja, mein Fazit, das kann ich auch empfehlen. Auch die kostenfreie Variante ist halt mit viel Arbeit verbunden. Aber sie tut halt das, was sie soll, zeigt die essentiellen und die nicht essentiellen an. Ich habe die als User die Wahl, die nicht essentiellen abzuschalten. Ich kann mir immer wieder anzeigen lassen, was habe ich denn da eigentlich ausgewählt. Aber ich als Nutzer, als Webseiten-Owner, ich muss mich ziemlich einarbeiten in das Ding. Also ich habe tatsächlich mehrere Tage gebraucht, bis ich begriffen habe, was habe ich denn Gott noch mal da wieder falsch gemacht, dass es jetzt doch wieder nicht angezeigt wird. Entweder wurden immer Cookies angezeigt oder nie. Und bis ich dahinter gekommen bin, klar, du musst es natürlich in das Plugin reinschreiben, denn sonst kann das ja das Ding nicht steuern. Das hat dann gedauert. Ich bin jetzt nicht so der Supercoder. Ja, die Skripte erkennt er nicht automatisch. Und die Texte sind alle nur in Englisch. Also wir haben, meine Kollegin und ich, wir haben das Ding durchgetestet und auch eingesetzt inzwischen. Wir haben tatsächlich sämtliche Texte in Deutsch übersetzt. Und das soll dann ja auch in einer einfach erklärten Sprache sein. Es war durchaus Arbeit, das alles zu übersetzen, weil die englischen Texte, die da drin standen, da hat man sich manchmal gefragt, hä, was wollen die einem jetzt damit sagen? Also das ist auch für uns alle eine Herausforderung, ne? Wenn wir solche Plugins oder so Texte dazu in Englisch haben, die in vernünftiges Deutsch zu übersetzen, die auch jemand, der nicht technisch versiert ist, lesen kann. Ja, dann habe ich häufig Enfold in Gebrauch und habe halt festgestellt, so Ende September, Anfang Oktober, die haben in das Ding auch eine eigene Cookie-Consent-Box eingebaut. Und ich finde, die sieht sogar optisch schick aus. Und die kann ich auch sogar über das Template, also über das Theme, kann ich auch die Farben anpassen und so weiter.
Und die haben halt hier so eine mehrstufige Sache. Ich kriege diese schwarze oder auch Farbe kann man festlegen, Box, und habe hier die Möglichkeit eben auch alles akzeptieren, alles ablehnen und die Einstellungen aufzurufen. Und die Einstellungen sind ganz interessant. Die haben nämlich hier solche Reiter, mit denen ich wie so ein Tab, so eine Tab-Organisation, so unterschiedliche Seiten angezeigt kriege. Und da steht dann halt alles drin, was ich halt wissen muss als Nutzer. Und wenn ich dann ins Backend gucke, dann muss ich sagen, das war der totale Horror, bis ich da durchgeblickt habe, was die von einem wollen, wo man was einstellen muss. Ich habe jetzt nur 2 oder 3 Screenshots gemacht. Das Ding ist so lang, wirklich, echt, so kannst du sagen, knapp einen Meter. Und da scrollst du dich dann durch und musst da alles eingeben. Und es ist halt, obwohl das Theme normalerweise bislang in Deutsch war im Backend, ist es jetzt plötzlich in Englisch. Aber man kann halt alles, was man an Texten hier drin hat, kann man selber übersetzen. Also ich habe hier die Möglichkeit, die Buttonbeschriftung zu ändern. Und ich habe bei den Shortcodes hier, da sind diverse Shortcodes, mit denen ich umgehe, zum Beispiel für das Google-Tracking. Wenn ich nicht nur den einzelnen Shortcode einsetze, sondern Shortcode Anfang, Shortcode Ende, dann kann ich dazwischen meinen eigenen Text setzen und somit das Englische auch übersetzen. Und das finde ich ganz gut. Das ist insofern sehr flexibel. Ich kann auch sämtliche Buttontexte alles ändern, aber es ist eine Menge Arbeit. Und das Schlimmste daran, ich habe es nicht fertiggebracht, dieses Teil dazu zu bringen, dass es die Google Analytics Cookies entweder abschaltet oder einschaltet. Die sind irgendwie immer eingeschaltet, beziehungsweise der Ghostery, den ich in meinem Browser habe, der sagt mir, die Cookies sind da drin. Letztlich sind von diesen 3 Google Analytics Skripten, ist das, was die ID trägt und was auch die Informationen überträgt, nicht drin. Das wird tatsächlich abgeschaltet. Aber die beiden Skripte, die bleiben drin. Und deswegen gibt's dann immer eine Positivmeldung, dass trotzdem ein Cookie drin ist. Und das finde ich nicht gut. Weil Enfold ist so gestrickt, dass ich zentral an einer Stelle meine Analytics-ID eingebe, an einer anderen Stelle, nicht hier. Und dann denke ich mir, wenn ich das dem Team schon sage, dann sollte diese Consent-Box auch in der Lage sein, meine Skripte zu steuern. Bei den anderen Skripten zu YouTube, Vimeo, was die sonst so noch drin haben, da scheint es zu funktionieren, aber bei Google Analytics nicht. Und deswegen kann ich das nur bedingt empfehlen. Und was ich im Forum gelesen habe, da gibt es auch so einige Bugs noch zu lösen. Ich finde grundsätzlich die Idee, das in einem Theme, was ich nutze, drin zu haben, die finde ich gut. Aber die Entwickler sitzen in Österreich, deswegen denke ich mal, die Chancen sind gut, dass das da weitergeht mit der Entwicklung. Die müssten da noch ein bisschen was tun. Ja, dann habe ich hier noch die Links zu den Cookies, die ich vorgestellt habe. Und für Krisi gab es ein Problem, die hatten Safari-Bug. Da wurde zum Beispiel im iPhone oder im Safari-Browser wurde die Box nicht angezeigt. Dafür haben sie jetzt einen Bugfix gestrickt, der aber noch nicht in die neueste Version integriert wurde. Deswegen habe ich das mal dazugegeben. Und dann habe ich noch 3 Plugins aufgetragen. Die habe ich mal durchgetestet, die fand ich aber alle noch schlechter als die jetzt 3 vorgestellten Lösungen. Also das alles durchzutesten und zu gucken, ob das den eigenen Ansprüchen entspricht, ist ziemlich aufwendig. Aber gut, ich meine, übersetzen muss man die Texte ja nicht immer wieder neu. Wenn ich das einmal übersetzt habe, kann ich das auch in dem anderen Plugin benutzen. Ja, das war's erstmal. Ich habe noch 2 Tools angefügt, mit denen man seine Webseite, wenn die noch nicht ein Cookie-Consent-Box oder sowas hat, testen kann, welche Cookies angezeigt werden in der Seite. Und da kann ich dann auch die IDs und den Pfad rausschreiben, welche Cookies in meiner Seite verbaut sind. Ich glaube, ich gebe das hinterher als Handout raus, ne? Ja, das war's eigentlich erstmal. Vielen Dank. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mit euch
mit euch diskutieren, was ihr dazu meint. Jetzt nehme ich mal die Brille ab, sonst sehe ich in die Ferne nichts. Ja, erstmal Dankeschön für deinen Vortrag. Ich habe mich relativ intensiv auch mit dem GDPR Cookie Consent Plugin auseinandergesetzt und hatte halt auch genau das Problem, dass der über dem Impressum lag, die Box, aber wollte es eben nicht nach oben schieben. Da gibt es aber einen ganz einfachen Fix. Du kannst im CSS das Button auf 50 Pixel setzen oder 80 oder was du dann eben hast. Und dann ist der von unten ein Stückchen hochgeschoben und damit kamst du auf alle Fälle an das Impressum dran. Also das kann man relativ einfach machen. Und genau. Und das andere ist, ich habe dann auch mal auf die Übersetzungsseite geguckt, das vom Entwickler, und die sagen halt, dass die Seiten eigentlich alle übersetzt sind. Das heißt, irgendwo müssen die deutschen Texte da liegen. Ich habe es aber auch nicht gefunden und ich vermute mal, dass es irgendwo eine Einstellung noch ist, dass man das ganze Ding auch auf Deutsch noch umstellen kann. Ich habe mir nämlich auch die Mühe gemacht und habe sie alle manuell übersetzt, aber es macht ja keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann trägst du sie eben ein, aber konnte man nicht machen, weiß ich nicht. Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen forschen. Und wir haben auch All-in-One-SEO im Einsatz. Wenn man in All-in-One-SEO den Analytics-Code mit einträgt, dann wird auch das GA-Cookie gesetzt. Und wenn man den aber da rausholt, dann zieht GDPR Cookie Consent. Also da muss man halt ein bisschen drauf achten, was man auf ein SEO-Plugin drin hat, wenn man da nämlich den Code reinschreibt. Das wird wahrscheinlich das Gleiche sein, was du gerade bei Enfold beschrieben hast. Dann wird der genommen. Den musst du also da rausholen. Mhm. In alle Fälle. Das ist so jetzt die Erfahrung, die ich noch damit gemacht habe. Also ich habe bei Enfold festgestellt, wenn man da versucht, den Analytics-Code so einzutragen, wie ich das bei diesem GDPR gemacht habe, dann funktioniert das nicht. Dann kommt da unter der Seite so ein iframe, der mir irgendwelche Daten von Google ausgibt. Ne? Also da steht zwar drin, man soll dann da den Code eintragen. Ich weiß nur im Moment nicht, welchen die meinen. Hat denn jemand von diesen anderen drei, ich muss mal zurückgehen. Nee. Hat denn jemand von diesen drei Plugins schon mal, einer von euch, ja? Also ich habe es zwar noch nicht, ich habe es nicht selber implementiert, das Cookiebot-Ding. Das ist ja ein, Cookiebot bietet ja, ich sag mal, ihre Technologie auch für verschiedenste CMS an, nicht nur WordPress. Und ich kenne mehrere Hotel-Websites, die haben das Ding eingebunden in WordPress. Und da schütte ich dann schon wieder fast das Kind mit dem Bade aus. Da werden mich dann Komponenten von Cookiebot geladen. Ah, ich verstehe so schlecht. Und dann dafür ein Cookie gesetzt. Also muss man, ich weiß nicht, ich kenne auch andere Implementierungen, die ich gesehen habe mit Cookiebot, die anscheinend sauber implementiert wurden, aber das Ding scheint wohl diesbezüglich etwas tricky zu sein. Muss man also sehr, sehr aufpassen, dass man, wie gesagt, nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also Arbeit ist immer. Tja, schade. Ich hätte sonst noch so eine Anmerkung zu Boarlabs. Also ich hatte mir das auch mal angeguckt, das Plugin, fand es auch ganz interessant, vor allem weil es relativ gut umgesetzt aussah. Hatte dann noch mal so beim Support angefragt, was das halt im Frontend so zusätzlich an CSS und JavaScript lädt. Und da hatte der mir geantwortet, dass es zum Beispiel 25 Kilobyte zusätzliches CSS lädt. Und noch 13 Kilobyte JavaScript und gleichzeitig noch abhängig ist von jQuery. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich viel für so ein einfaches Pop-up eigentlich. Und mein Theme hat zum Beispiel weniger als 25 Kilobyte CSS und habe ich da wieder von Abstand genommen. Aber das vielleicht auch mal so, wenn das jemand interessiert, weil für so ein einfaches Pop-up finde ich das eigentlich zu much, also zu viel. Ja, das ist ein guter Hinweis, dass das Ding auch nicht zu schwerlastig ist, ne? Denn ich will ja kein Pop-up von, das größer ist als meine ganze Webseite. Ich wollte zu dieser ganzen Thematik noch anmerken, dass es ja noch weitere Möglichkeiten gibt, Daten im Client zu speichern. Neben Cookies gibt es noch Local Storage und Session Storage. Also JavaScript-Möglichkeiten, Daten im Client zu speichern, die meiner Meinung nach genauso unter diese EU-Rechtsprechung fallen. Das heißt, da wird keine kleine Textdatei gespeichert, sondern
Es gibt im Browser, in allen modernen Browsern, einen kleinen Storage-Bereich, in dem ich per JavaScript Variablen schreiben kann, die auf dem Client gespeichert werden, womit ich den Client identifizieren kann und zum Beispiel später wieder auslesen kann beim neuen Besuch. Mir ist bis jetzt noch kein Plugin untergekommen, das auch Local und Session Storage abdeckt. Ich weiß nicht, hast du da schon mal was von gehört? Moment mal, ich verstehe nichts. Also das Mikro, das hat so ein Echo oder so ein Schall. Ist das besser, wenn ich runtergehe? Ja? Gut, dann komme ich nämlich mal runter. Ich höre nämlich sonst nichts. Okay, ich fasse nur mal kurz zusammen. Ja. Neben Cookies gibt's in JavaScript ja auch Local und Session Storage, womit ich auch Informationen im Client speichern kann, die, wie ich meine, genauso unter diese Rechtsprechung fallen. Ist dir da bekannt, dass irgendwelche von diesen Plugins da Möglichkeiten zu bieten? Ja, bekannt ist mir das schon, das Problem. Es gibt aber keine echte Lösung. Ich bin auch keine Juristin. Ich kann hier auch gar nicht sagen, mach das so oder mach das so. Klar, da gab es schon ganz schlaue Leute, die haben gesagt, warum soll ich denn Cookies setzen, wenn die verboten sind? Dann nehme ich doch den Storage. Aber vom Grundgedanken ist es ja genau dasselbe. Also eine meiner Kolleginnen hat mir neulich erzählt, wenn du die cookiefreie Variante von Google Analytics, die es ja auch gibt, setzt, dann setzt er einen Eintrag im Storage. Dann macht er einen Local Storage draus. Und das ist dasselbe in grün, ne? Letztendlich ist es ja so, die von dir vorgestellten Lösungen basieren ja alle darauf, dass der JavaScript-Code, der nicht eingebunden werden soll bei Nichtzustimmung, im Plugin steht. Und damit sind die Sachen ja abgedeckt. Ich muss ja nur den JavaScript-Code, der eben genau diese Methoden nutzt, Local Storage zum Beispiel, eben in dieses Plugin eintragen. Das war's. Also von daher, eierlegende Wollmilchsau, zumindest in der Hinsicht. Ja, genau, das ist die einfache, wie soll ich mal sagen, die Quintessenz, ja. Alle Skripte, die ich zustimmungspflichtig eingebunden habe, die sollten über das Cookie-Consent-Plugin verwaltet werden. Und der sollte auch die Skripte, die dazugehören, gar nicht erst laden, wenn der Nutzer nicht zustimmt. Ne? Bei dem Enfold habe ich ja quasi die eine Hälfte da schon drinstehen und die Erfassungshälfte, die fehlt. Das ist Blödsinn. Also letztlich wäre es gut, es würden diese Skripte erst gar nicht geladen, wenn solange der Nutzer nicht zugestimmt hat. Also ein weiteres Problem ist natürlich, unabhängig von dem eingesetzten Cookie-Plugin, dass WordPress selbst schon eine ganze Menge nach außen funkt, was auch schon teilweise rechtlich bedenklich ist. Wäre natürlich toll, wenn irgendeine der Lösungen da auch eingreifen würde. Scheint nicht so zu sein, muss man wahrscheinlich mit einem separaten Plugin nochmal nachbessern. Also sprich, dass irgendwelche Skripte von externen Servern geladen werden, die mit mir selber nichts zu tun haben. Und ob die jetzt die Daten, sprich, oder das Datum, nämlich die IP-Adresse meines Besuchers, in irgendeiner Form für Auswertungszwecke benutzen, kann ich ja gar nicht beurteilen. Also von daher habe ich da immer das Problem, generell, wenn ich WordPress eben in einer Standardinstallation verwende, dass ich sowieso schon nach außen funke und mich da auf rechtlich relativ dünnem Eis bewege. Außer ich steuere eben entsprechend gegen. Ja, das ist halt, sag ich mal, den Pluspunkt, den ich bei Enfold sehe, weil die Sachen, die da im Theme verbaut sind, wie zum Beispiel Schriften, also Google Fonts, wenn das Theme die ja selber verwaltet, müsste der ja über diese Cookie-Consent-Geschichte die auch ausschalten können. Und da hätte man dann eben schon eine ganz gute Lösung, finde ich. Also die YouTube und Vimeo-Geschichten und Google Maps zum Beispiel, die kann man offenbar mit den anderen Plugins auch ausschalten, wenn ich dann die Skripte da eingebe, das geht. Die sind zum Beispiel bei Enfold, werden die auch zentral im Theme verwaltet. Da gebe ich zum Beispiel auch meinen Google Maps-Code ein. Und ich habe da zum Beispiel die Möglichkeit, das hatte ich schon vorher, für YouTube und für Videoeinbindung so ein Vorschaltbild
zu haben, wo ich einfach auch einen Text habe, von wegen hier klicken, dann wird eventuell Ihre IP erfasst oder so, dass der Nutzer tatsächlich auch bei jedem Video, das ich habe, wählen kann, das klicke ich jetzt an. Der Vorteil dabei ist auch, ich habe das große Video nicht, dass es direkt immer beim Laden der Seite schon irgendwas macht, sondern ich habe da einfach nur ein Bild drin und dann ist auch die Ladezeit geringer, als wenn ich das Video gleich mitlade. Das finde ich bei einem Theme, wo das mit drin ist, finde ich das gut. Nachteilig denke ich, ich werde wahrscheinlich in das Enfold nichts reinkriegen, was ich extern in irgendwelchen Skripten habe. Das kann der dann nicht verwalten. Aber ich denke mal, das ist bei allen Plugins das Problem, dass was der nicht unter seiner Haube hat, das kann er auch weder ab- noch anschalten. Da war diese Lösung mit dem Cookie-Bot, die fand ich gar nicht schlecht, weil die nämlich zentral die Cookies auf der Seite ausliest und man verwaltet die in einem Online-Tool und der sagt einem dann, du hast das da in der Seite und du kannst es halt dann ein- und ausschalten. Aber ich habe es halt, das ist auch kostenpflichtig, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das tatsächlich funktioniert. Also ich fände gut, wenn die Community von WordPress so diese Erfahrungswerte zu diesem Cookie-Consent zusammentragen würde und man irgendwie so seine Erfahrungen mit den diversen Plugins, und es gibt inzwischen eine Menge, bestimmt ein Dutzend, irgendwo, ja, weiß ich nicht, ob wir das auf der Meetup-Seite in Düsseldorf machen können, dass wir da so eine Art Forum oder so zusammentragen, Erfahrungen mit diesem Ding. Also ich fände das wichtig, weil alleine kann man das alles gar nicht testen. Wie lange soll ich damit beschäftigt sein? Das ist nicht mein Kerngeschäft. Das geht euch ja wahrscheinlich auch so, ne? Aber du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Rechtslage eingehen. Also ich bin hauptberuflich Datenschützer. Das macht die Sache vielleicht etwas einfacher. Also die Planet49-Entscheidung von EuGH hat nicht das Wort Cookie in den Mund genommen, sondern hat sich ganz streng an der E-Privacy-Richtlinie aufgehalten, und zwar an Informationshäppchen, die im Endgerät des Users gespeichert werden. Da haben auch findige Juristen gleich gesagt, oh, wir haben jetzt ein neues Supergrundrecht, und zwar noch die Unverletzlichkeit des Endgerätes. Das war etwas überspitzt, aber es geht im Kern tatsächlich darum, es ist also vollkommen Wurst, ob Cookie oder Local Storage, geht nicht, ohne Einwilligung des Users. Ja. Also wir dürfen dann ja auch nicht von einer Zustimmung reden, sondern korrekt ist es eine Einwilligung. Und deswegen ist es also egal. Und ich stimme auch zu, ich sag mal, es sollte eigentlich über JavaScript, werden die Dinger geladen, und wenn ich das JavaScript am Laden hindere, sollte es nicht geladen werden. Problematik ist natürlich tatsächlich bei den externen eingebundenen Komponenten, wie zum Beispiel Google Fonts, sollte man sowieso immer darauf verzichten, auf den Krempel. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, seit über einem Jahr bekannt. Ja, weil auch da streiten sich Datenschützer darüber, ob da wirklich ein berechtigtes Interesse vorliegt. Das mag zum Beispiel bei einem Großunternehmen wie der Deutschen Bahn vorliegen, die tatsächlich einen eigenen Corporate Font haben, an dem man auch das Unternehmen erkennt. Aber ganz ehrlich, der Kioskbesitzer um die Ecke, der kleine Blogger, kann sich nicht darauf berufen, dass man seinen Blog genau deswegen erkennen würde, weil er jetzt eine Robotos Condensed einsetzt. Das geht nicht. Da muss man also auch ganz klar sagen, wir können nicht einmal alles auf ein berechtigtes Interesse stützen. Vielleicht obendrein noch interessant, diese Planet 49-Entscheidung kam nicht komplett neu, sondern schon mit Gültigwerden der DSGVO im letzten Jahr, hat schon die Datenschutzkonferenz sich das erste Mal positioniert. Wiederholt wurde das im April diesen Jahres in einer Entschließung, die da etwas sperrig heißt, irgendwie Entschließung für die Betreiber von Telemedien. Das muss sich aber nicht jeder von uns durchlesen, sondern es gibt eine ganz wunderbare FAQ dafür bei der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde, die auch ganz klipp und klar schon im April sagten, Google Analytics geht nicht ohne Einwilligung, Matomo geht. Und Matomo selbst mit Cookie. Ja, genau. Ja, interessanterweise Matomo ohne Cookie arbeitet nicht mit dem Local Storage, sondern arbeitet mit Browser-Fingerprinting im Hintergrund. Das heißt, ich kriege natürlich nicht mehr unbedingt die wiederkehrenden Besucher hin, sondern kann sie, glaube ich, über 24 Stunden, das kriege ich noch hin, wenn die zweimal innerhalb von 24 Stunden ein Besucher kommt. Das ist dann die einzige Einschränkung. Dürfte aber für die meisten Websites auch nicht so schlimm sein. Ja, also wenn ich nicht gerade einen Online-Shop habe, aber als Blogger könnte es mir noch egal sein. Über diese Matomo-Frage habe ich jetzt mit einigen Netzwerkkolleginnen schon diskutiert. Und ja, also es gibt keine wirkliche abschließende Dings, dass man Matomo-Cookies nutzen kann und Google Analytics nicht. Also es gibt keine Rechtsprechung dazu, das ist richtig.
Aber bei uns klopft ja nicht direkt erstmal ein Gericht an, sondern eine Aufsichtsbehörde. Und wie gesagt, die Meinung der Datenschutzkonferenz, das ist das gemeinsame Gremium aller unserer deutschen 18 Aufsichtsbehörden, hat sich dort so positioniert. Sie haben nämlich auch genauer unterschieden zwischen einem Tracking-Tool und einem Analyse-Tool, sprich, dass ein Tracking-Tool website-übergreifend trackt. Mhm, und das tut stimmt. Google. Da hast du recht. Und Matomo tut es nicht. Matomo, also sofern ich nicht PIVIC Pro einsetze, dann könnte, da müsste man sich genau das angucken, ob die eine saubere Mandantentrennung haben. Aber ein lokal bei mir installiertes Matomo ist nicht, Sie haben sogar noch niemals gesagt, website-übergreifend, sondern anbieterübergreifend. Ich kann ja auch mehrere Websites haben und eine Matomo-Instanz. Dann ist keine anbieterübergreifendes Tracking vorhanden, sondern nur Webanalyse. Ja? Und wenn man sich das genau auf der Zunge zergehen lässt, das versucht in Deckung zu bringen mit der Planet 49-Entscheidung, die sich im Übrigen nur mit der Einwilligung, wie eine korrekte Einwilligung zu erfolgen hat, im Kern beschäftigt hat und nicht im Prinzip mit der Zulässigkeit von Cookies oder nicht. Wie gesagt, Kern war, wann ist eine Einwilligung Einwilligung? Und deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, was du eben auch sagtest. Ich habe es da standardmäßig aktiv und auf Zustimmen. Das könnte schwierig sein. Nee, ich habe das nicht standardmäßig aktiv. Nur dieser Unterbutton, ja, den ich ja auch an- und ausschalten kann, der ist standardmäßig eingeschaltet. Weil wenn ich nämlich dann hinterher sage, allen zustimmen, wenn ich den ausschalten würde, bleibt der ausgeschaltet. Ja, das ist natürlich ein Bug. Du hast jetzt den Bug umschifft. Aber prinzipiell könnte eine Aufsichtsbehörde das etwas kritischer sehen. Das wollte ich nur noch da anmerken. Aber wenn ich halt sage, ich akzeptiere das nicht, dann wird der auch ausgeschaltet. Ne? Das habe ich überprüft, das ist auch so. Aber eine ganz andere Frage, eine ganz allgemeine. Wenn ich keine Cookies verwende, muss ich dann so ein Ding haben, das sagt, lieber User, hier musst du nichts klicken, weil ich verwende keine Cookies. Ich antworte nochmal direkt drauf, nein, muss ich nicht. Ja, wenn keine Cookies, was soll ich informieren? Die Leute können jederzeit die Datenschutzerklärung einsehen. Die essentiellen Cookies, die ich ja nutzen darf, über die ich eigentlich nicht informieren müsste und darüber muss ich dann auch nicht informieren. Informieren schon, in meinen Datenschutzinformationen, übrigens auch ein Hinweis, besser Datenschutzinformationen und nicht Erklärung. Erklärung könnte als AGB ausgelegt werden. Wie gesagt, in meinen Datenschutzinformationen informiere ich ja über die essentiellen. Gut ist, ich muss ja keine Einwilligung einholen. Mhm. Warum wir allerdings häufig das mit drinnen haben, weil wir Google AdSense Werbung drauf verbunden. Die Google AGB sagen an der Stelle, wenn du AdSense machst, musst du über Cookies informieren über so einen Banner. Ja gut, das stimmt. Aber dann habe ich ja auch Cookies. Ja, Renate, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch mal eine Frage bezüglich deiner Ausrichtung. Du hast dich jetzt quasi eher um die technische Implementierung der Cookies oder des Cookie-Banners gekümmert. Das Ganze hast du abschließend nicht mit einem Fachanwalt abgesprochen, inwieweit das irgendwelche unklaren Anforderungen matcht, oder? Okay. Nee, ich sehe auch nicht ein, dass ich einen Fachanwalt, einen sogenannten, dafür bezahle, wenn ich in den einschlägigen Newslettern der 5 Bekannten aus dem Netz 10 verschiedene Meinungen lese. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen beauftrage, okay, da kann ich sagen, der hat mir das geraten, den habe ich dafür bezahlt und wenn der Anwalt mich falsch berät, ist er dafür versichert, dass er meine Abmahnungen trägt. Aber ich muss sagen, ehrlich, ne, das ist im Moment müßig, weil dir keiner wirklich eine abschließende Erklärung geben kann. Außerdem musst du die Texte, die da stehen, die Erklärungstexte, was ist dieses Cookie, was ist das Cookie, die müssen nicht juristisch wasserdicht sein, sondern nach Vorgabe sollen die allgemein verständlich erklären, wozu benutze ich dieses Cookie und wozu benutze ich das Cookie. Und ich denke, das kannst du mit dem technischen Verständnis, was dein Cookie macht, durchaus in Deutsch erklären. Ja, mir geht es jetzt auch um so Detailfragen, wie beispielsweise ist die Google Maps API, das Google Maps Cookie auf der Seite Anfahrt, Kontakt, gehört das in dem Kontext beispielsweise zu den Essentiellen? Das ist vielleicht eine Sache, die kannst du vielleicht beantworten, oder eben nicht. Gehört nicht zu den essentiellen Cookies, weil ich könnte eine wesentlich datensparsamere Methode machen, sage ich Anfahrt, externer Link in Seite. Ja, oder ein Overlay drüber legen. Es zählt in diesen
jetzt bin ich auch weg. Aber vielleicht hört ihr mich trotzdem. Es zählt in diesen Cookie-Plugins zu den Third-Party-Tools, ne? Also Google Maps, YouTube, Vimeo, das gehört zu den Third-Party-Tools und die kann ich halt da auch einstellen. Und ich kann theoretisch, gibt's auch Plugins, die ich zu einer einzelnen Google Map vorschalten kann. Und Enfold hat halt für alle diese Sachen auch schon in dem Theme diese Vorschaltdinger drin. Also das kann ich auch nutzen. Das habe ich ja auch vorher schon genutzt, bevor es diese Entscheidung mit der Consent-Box gab, schon seit letztem Jahr, seit die DSGVO raus ist. Ne? Dass zum Beispiel auch die Google-Fonds, dass man die lokal einbinden kann. Und ich nutze deswegen auch gerne Enfold, weil man da zum Beispiel seine, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie technisch versiert ihr seid, aber die TTF-Schriften, die man bei Google runterladen kann, die muss man nicht in ein Webpack packen, die kann man bei Enfold einfach hochladen und der macht das da draus. Und der weiß auch, wenn die Lizenz in dem Fonds nicht so ausgelegt ist, dass ich daraus ein Webpack machen darf, sondern ich muss den Schriftfonds dann umbenennen, dann sagt mir Enfold, bitte nenne deinen Schriftenfonds. Ne? Also ich muss dem einen neuen Namen vergeben und dann bindet der den lokal ein und ich kann den genau wie die Google-Fonds, die da drin stecken, kann ich den halt auswählen und dann ist das in meiner Seite. Aber dann ist es nicht als Google-Fonds eingebunden, sondern als mein lokaler Fonds. Das finde ich zum Beispiel eine gute Lösung. Ansonsten muss ich das zu Fuß machen, da muss ich das Ding halt als Webpack verpacken und muss es dann auf den Server legen. Aber das ist jetzt für mich nicht so eine Geschichte mit dem Cookie-Consent. Das sollte ich eigentlich vorher schon entschieden haben und nicht dem Nutzer überlassen. Wenn ich tatsächlich will, dass ein bestimmter Fonds auf meiner Seite steht und der Nutzer könnte den abschalten, dann sollte ich den vielleicht lokal einbinden und dann ist er da drin, dann kann der Nutzer den nicht abschalten. So würde ich das halt lösen. Und dann gibt's da auch keine Option für diese Consent-Box. Vielen lieben Dank an Renate und an das aktive Publikum. Ein Applaus für Renate bitte. Vielen Dank.